Ja, schön, schön, dass ich wieder bei der Mannschaft sein kann. Hab ja Samstag, Freitag, Samstag eine kurze Stippvisite gegeben in Düsseldorf. Ganz erfolgreiche, das war ganz gut. Aber nein, ich glaube, es ist klar, jeder Trainer steht gerne auf dem Platz, jeder Trainer ist gerne bei seiner Mannschaft. Ich habe ein sehr gutes Trainerteam, das heißt, ich musste mir keine Sorgen machen, dass Sachen nicht umgesetzt werden oder Dinge nicht passieren, aber trotzdem hat man ja gerne selber das eigene Gefühl und das ist was anderes, ein Training auf Video zu sehen, als selber dabei zu sein. Wer verträgt alles gut und wir haben darüber hinaus noch eigene Tests gemacht, Eye-Tracking, Dinge, die wir mehr machen, als sie vorgeschrieben sind. Auch diese Tests sind alle positiv bislang. Das heißt, wir können heute davon ausgehen, dass es eine gute Chance gibt, dass Kevin spielt. Es gibt zwei Ebenen aus meiner Sicht. Natürlich gibt es so eine gewisse Sicherheit, dass man Spiele gewinnen kann. Das war ja nach 4 Spielen, die wir nicht gewinnen konnten in der Hinrunde, natürlich so, dass da auch nach einer Vorbereitung immer wieder so dieser Punkt ist, kriegen wir das jetzt hin? Das haben wir hingekriegt. Aber zwei andere Ebenen sind definitiv auch da. Das eine ist, wir wissen auch sehr gut unsere Leistung einzuschätzen. Ich sehe zwar in beiden Halbzeiten 20, 25 Minuten, die wirklich auch schon auch fußballerisch wieder in Ordnung waren. Nicht gut oder überragend, aber in Ordnung waren. Aber vor allen Dingen auch diese zweite Ebene. Wir haben dagegen gehalten, wir haben gekämpft, das haben wir vorher auch, aber es war ein bisschen was anderes. Es war ja ein Tick mehr, diese Sicherheit zu spüren, wir kriegen das jetzt auch über die Zeit. Das war gut, aber zeigt natürlich auch, es war jetzt nicht 90 Minuten guter Fußball. Trotz der Niederlage gegen Frankfurt haben sie schon gemerkt, sehe ich das nicht ganz so. Also ich finde, vor der Winterpause haben sie schon auch nochmal Ergebnisse eingefahren. Dortmund zu Hause geschlagen im letzten Spiel vor der Winterpause 2-1. Haben eine gewisse Flexibilität jetzt an den Tag gelegt, sind nicht ausrechenbar, ob sie mit Dreierkette oder Viererkette spielen. Haben viel im 4-3-3 jetzt gespielt. Da auch im letzten Drittel unglaublich viel Geschwindigkeit gehabt. Ich bin ganz ehrlich, das wurmt mich schon, weil wir haben grundsätzlich so einen großen oder groß, aber grundsätzlich einen Vorteil über unser Stadion, über die Lage des Stadions. Dieses, wir sind hier zu Hause, nicht, wir ziehen uns hier um, wir trainieren hier. Und dass das jetzt momentan nicht so zum Tragen kommt, das ist schon was, was nicht nur mich wurmt, sondern auch die Jungs wurmt. Nur man muss halt auch fairerweise sagen, ist ja nicht so, dass das so zu machen ist, dass man sagt, ja, wir wollen wieder heimstärker werden. Ja. Klar, das wollen alle, sondern wir müssen uns bewusst machen, was wir dafür brauchen. Und da wollen wir am Wochenende mit anfangen, um wieder heimstärker zu werden. Und er organisiert, er hat einen guten Überblick und hat trotzdem im richtigen Moment die Aggressivität und ja, diesen Zug, dann auch auf Ballgewinn zu gehen. Und das bringt er mit ein. Und da ist er unabhängig von seiner Position, ob Dreierkette oder auf der Sechs. Für uns als Mannschaft, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, ein Gewinn gewesen in Düsseldorf und wird es auch dauerhaft sein. Hab ihn jetzt leider bislang selber noch nie im Training gesehen, aber das schaffen wir auch noch.